Hola und herzlich willkommen zu unserem Tutorial über das neue E-Visum für Kuba. Ich bin Chris, Gründer von Kuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Heute erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um ganz unkompliziert euer E-Visum für Kuba zu beantragen. Eine grundlegende Frage zuerst: Wer braucht eigentlich ein Visum für Kuba? Die Antwort ist einfach: Jede und jeder, der nach Kuba reist. Wenn ihr bis zu 90 Tage in Kuba bleiben möchtet, müsst ihr vor Reiseantritt ein Visum beantragen. Touristenkarte oder E-Visum? Bisher brauchte man zur Einreise und einem Aufenthalt bis zu 90 Tagen die sogenannte Touristenkarte. Die sieht so aus. Im Juli dieses Jahres hat Kuba dann das E-Visum eingeführt, im Juli 2024. Das E-Visum wird die Touristenkarte ersetzen. Und nach der Übergangsphase, in der wir uns aktuell befinden, in der sowohl E-Visum sowie auch die Touristenkarte gültig sind, ist dann ab Januar 2025 nur noch das E-Visum gültig. So, wie erhalte ich denn aber nun ein E-Visum? Um euer E-Visum zu erhalten, besucht ihr einfach unsere Website kubabuddy.de oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Dann gebt ihr da einfach an, für wie viele Personen ihr ein Visum benötigt und nach einer unkomplizierten Zahlung ist eigentlich für euch schon alles erledigt. Wir kümmern uns dann um den Rest. Wir überprüfen eure Angaben, stellen den Antrag und 48 Stunden nach Zahlungseingang landet euer E-Visum dann digital in eurem Postfach. So könnt ihr euch entspannt auf eure Kuba-Reise freuen, ohne stundenlanges Ausfüllen von Formularen. In welcher Form erhalte ich mein Visum? Das E-Visum ist ein Code bestehend aus Zahlen und Buchstaben und kann zum Beispiel so aussehen. Diesen Code sowie die gesamte E-Mail solltet ihr bitte gut aufbewahren. Wie geht's dann weiter? In der E-Mail, die ihr von uns erhaltet, findet ihr nicht nur euren elektronischen Visumscode, sondern auch einen Link zu eurem personalisierten Einreiseformular. Dieses Formular ist eine Gesundheitserklärung, die vor der Einreise nach Kuba von jeder Person separat ausgefüllt werden muss. Da das Visum aktuelle Gesundheitsdaten erhält, könnt ihr es halt auch frühestens 72 Stunden vor der Reise ausfüllen. Das Formular ist direkt mit eurem Visumscode verknüpft. Sobald ihr das Formular ausgefüllt habt, könnt ihr sowohl dieses als auch das Visum mit eurer Person verknüpfen. Und das war's dann auch schon. Jetzt wisst ihr alles, wie ihr das Visum beantragen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß, eine tolle Reise und bis bald, euer Kuba Buddy Team.